Warum Hallo tut Abel mir Dämon, nicht wenigstens sowas gehört, da das zur Show bist du, gehören? billiger Dingens, Und um der die billiger Macht der Dämon. Magie darzustellen, werde ich diesen Dämon jetzt mit einem Fingerschnipsen entschwören! Ehrlich? Ganz ehrlich? Ja, das wäre gut gewesen. Vor allem Abel mir, du als die auch, Schwarzmagier musst diese jetzt den Invocatio kleine. steigern, damit du diesen Dämon übernehmen kannst. Ich Das ist habe der keine einzige coole Invocatio. Trick, den du kriegst. Ich habe keine Invocatio Ich Minor. sagte, du musst ihn steigern. Außerdem kannst du den Dämon noch mit dem Major übernehmen, auch niederer. Wir haben doch gesagt, Wieder dass noch? Abel mir kein Dämonenbeschwörer wird. Ich habe nicht gesagt, er soll ihn beschwören. Du Olla, dunkelpreiot. Hey. Hey. Wir wissen alle, die Dämonen des Namenlosen sind die erklärten Pfanne des Blackerrats. Da man einen verrufen, ist ganz legitim. Die Namenlosen sind die erklärten Feinde von allen. Ja, aber Blackerrats ganz vom besonders. Namenlosen und selbst da ist von allen ganz besonders. Nee, es ist der Namenlose. Blackerrats mehr als die anderen. Also ich finde das schön, dass ihr jetzt hier so eine Ablenkung macht und in der Zeit kommen die Namenlosen auf mich zu. Deswegen ist auch dieser Gotong in den Goldkäfig. Die wollen den als Opfergabe da bringen. Es ist mir ein bisschen peinlich, wie lange ich gebraucht habe, um das zu schnallen. Ich habe nicht mitbekommen, dass er in einem Goldkäfig ist. Warum sollte ein Dämon einem Goldkäfig Opfer werden? Was soll das bringen? Bei Gold. Ja, aber ein Dämon von der wandert wieder zurück in die Niederhöhlen. Ja, aber es geht ja nicht um das tatsächliche, sondern um das ideelle Opfer. Es geht um was Show. Da es ist einfach Show. Ja, deswegen, mehr ist es nicht. Also wenn es ein Zand wäre, dann würde ich halt sagen, okay, schwuppdiwupp, mach den tot. Könnt ihr da nicht liegen lassen, aber es ist halt Kotongi und der ist so furchtbar. Ja. Vor allem ist das Beschwören von Dämonen nicht illegal. Natürlich ist es egal. Nein. Du hast recht, solange niemand zu Tode kommt, ist es nicht strafbewehrt, aber verboten. Also ist richtig, aber niemand hier hat diesen Dämon beschworen. Die haben gesagt, die haben den herbeigeholt. Der Transport durchs Mittelreich ist ebenfalls eine Straftat. Sie haben nicht gesagt, sie haben ihn durchs Mittelreich transportiert. Der könnte aber transpersonalisiert worden sein. Oder durch den Nimbus gekommen. In den Käfig hinein, gewiss. Da zur Nachweis dient eigentlich nur die Magie und Magie ist unzulässig vor Gericht. Punkt. Ja. Was auch immer, das Ding hat hier nichts zu suchen, die haben keinen Dispens und bla. Gehört das Gebäude der Horrorsloge? Was hat egal. Der Gotongi eigentlich für Zauber? Böser Blick, große Verwirrung und große Gier. Ich glaube, er kann irgendwie eine Art von Menictus mit einem SP oder so ähnlich. Gut, aber er kann keinen Blick in die Gedanken oder so. Große Verwirrung, böser Blick, große Gier. Ich glaube, du kannst den Blick in die Gedanken mitnehmen. Hat mir eigentlich irgendwer zu? Mhm. Nee. Gut, dann gehe ich jetzt mal. Tschüss. Nein, ich habe gerade die Seite offen hier im Wiederzauberei. Aber hast du doch die Seite im Pandemonium offen? Nein, ich habe im Wiederzauberei offen. Aber du weißt doch, wir spielen DSA 5. Ah ja, genau. Gut, dass ich den Dämon nicht gesehen habe. Ich glaube, Boltax wäre da nicht so cool geblieben. Aber Boltax wäre an den Dämon rangegangen, hätte sich gedacht, verarbeitetes Metall und hätte ihn in Ruhe gelassen. Ja, nein, vielleicht. Das ist die perfekte Anti-Abenteurer-Vorrichtung. Die Ionen denken sich, da gehe ich nicht dran. Die Helden denken sich, ach, den Käfig nehmen wir lieber mit. Hätte aber vielleicht einen Archophaxius gemacht. Das hätte ich gut gefunden. Ich weiß nicht, was Menaria gemacht hätte, ganz ehrlich. Vermutlich irgendwie das Vieh gekillt, aber I don't know. Ja, stolz betrunken vor allem, oder? Hey. So, die Erschwernis aus Bogenschießen können gar nicht so hoch sein, dass ich den nicht treffe. Okay. Du stellst dich direkt davor. Ja. Ein Meter. Ja. So, Leon, das ist dein letztes Schönlein hat geschlagen. Irgendwelche letzten Worte. Und der Gotongi guckt einen nur aus großem Auge ganz unschuldig an. Dann kommt große Gier. Fass mich an. Can't touch this. Nicht anfassen, nicht berühren. Ja, was macht der große Gier? Er macht das, was du auf sein Leben unbedingt haben willst. Oder tun willst. Du willst unbedingt den Gotongi küssen. Also ungefähr so ungefähr wie Imperavi riecht an dem Pulver. Ja, so in etwa. Ja, so in der Richtung. Oder große Gier auf irgendein. Ja. Man, er muss erstmal durch meine unendlich hohe MR von immerhin 6 kommen. Er hat 3 wie 6 ZFP, insofern. Es ist nicht garantiert. Richtig, aber ziemlich wahrscheinlich, dass er eine 9 oder mehr hat. Ja, also eine 10 wird er vermutlich haben, so im Schnitt. Ich glaube, das würde beim Imperavi auch nicht so funktionieren. 3W6 sind tatsächlich im Schnitt 9,5.
10,5. Nee. Och, 10,5. 3,5. 3,5 mal 3. Ich kann rechnen. Ihr habt es gestern bei Aventuria gesehen. Ich kann rechnen. Du bist klug. K-L-U-K, richtig? Smart. 2 gleich 5. S-M-A-T. Habe ich schon erzählt, wie ich mich gestern von einem 15-Jährigen habe bei Aventuria abziehen lassen? Aber so richtig. Ist das ein komisches Kartenspiel, oder? Ja, das ist Kartenspiel. Naja. Ganz im Ernst, das ist kein Verlust. Da brauchst du dich nicht mehr für schämen. Ganz im Ernst. Dass du mitgespielt hast, schon, aber... Es ist ein okayes Spiel. Weiß nicht, wenn der 15-Jährige echt gut war und du, naja, du... Ja, er hat das auch erst dreimal gespielt bis dahin. Wow. Ah ja, Verteidigung, ich habe im Team gespielt. Aha. Ich weiß nicht. Champagne war schuld, oder was? Nein, tatsächlich war ich schuld, weil ich habe versehentlich den Balsam abgeworfen und den Armatros auf der Hand behalten. Das waren die 10 LDP, die uns am Ende gefehlt haben. Was? Ja. Oder den Balsam nichts. Abwerfen, also wirklich. Dummheit, sonst nichts. Ansonsten hätten wir die ungespitzt in den Boden gehauen. Naja, was gelernt fürs nächste Mal? Den Balsam nicht abwerfen. Genau, ich habe schon angedroht, dass es auf der DZ-Con Revanche gibt. Stell mir jetzt Daru mit so einer Yu-Gi-Oh!-Frisur vor und... Ich fordere dich zu einem Duell! Ich habe auch schon gesagt, dann besiege ich ihn und verbanne ihn ins Shadow Realm oder so. Oh Gott. So, wenn ich ganz lange in meinem Dachboden suche, dann kann ich dir noch so eine alte Yu-Gi-Oh!-Scheiße besorgen. Da kannst du so ein Duell machen, wo es dir so an der Hand klebt. Du hast das Ding wirklich damals gehabt? Ich hab das gehabt, ja. Du Bonzenkind! Das war unfeuer. Wir konnten uns das alle nicht leisten. Und heute ist auch viel wert. Das Ding ist unfassbar scheiße. Also natürlich ist es das. Ja, aber das Ding ist heutzutage, keine Ahnung, 60 Euro wert. Das war damals, das war glaube ich teurer als 60 Mark. Das war so eine Geldverschwendung. Du hast deine Karten nicht gesehen, das war einfach nur bescheuert. Ja, und deshalb... Aber in der Serie hatte sie sowas auch und da hat das cool geklappt. Richtig, deswegen mussten wir das haben. Aber ja, ich weiß nicht. Aber in der Serie war Beyblades auch cool, das war weird. Ja, hey, nichts gegen cool. Beyblades, mein Junge. Für eine Woche. Die waren genau eine Woche cool, ganz genau. Nee, Beyblades war dann nicht mehr cool, dass die Arschlöcher alle diese Metallspitzen hatten und dich immer nur noch in den Boden gestampft hatten. Sag mal, Terra, hast du Fauchschaben? Nicht zu Hause. Nicht zu Hause. Das ist schon mehr Antwort, als ich brauchte. Danke, danke. Ich mach mir daraus mein eigenes. Was denn? Also ich meine, ich denke, dass sie über Universitäten zu beziehen sind. Was ist dieses Symbol da links eigentlich? Hm? Links? Und ganz links auf der violetten Fläche. Horusloge. Ist das auch so ein Horus? Okay. Das Symbol auf den Bannern ist auch das der Horuskirche, ja? Ich glaube, das ist das Symbol vom Horus. Das ist die Horusloge. Ja. Ja. Also von Horus der Gottheit, nicht von Horus dem Typen, oder? Genau, das müsste Gottheit Horus sein. Ja. Ich dachte, das wäre irgendein Erzdämon, weil die haben auch irgendwie immer so ein... Der Gott ist eigentlich ein Abkömmling von Pranas, aber ist egal. Ja, es wissen wir, Havelmeer. Wir sind buchstäblich Pranas-Geweihte. Mhm. Ja. Also sehe nur Dunkelpraioten. Also ich sehe hier keinen Praios-Geweihten vor Ort. Geweiht bin ich noch. Und es sind zwei Praios-Priester hier, du musst dich nur umsehen. Ja, aber ich sehe sie nicht. Die sind unter Masken verborgen. Könnte darauf an, dass du klein bist und aus der Kniescheibe nicht siehst. Ja. Das macht meine Aussage aber jetzt nicht. Was macht ihr jetzt eigentlich mit diesem namenlosen Kult, der sich hier im Moment offenbaren wird? Das weiß ich immer nicht genau. Keine Ahnung. Weil ich weiß, was Menarion macht. Nicht. Also du bist nicht an eurem Kult. Genau, der sitzt im Bad und erzählt Geschichten von zu Hause. Ach Daru, du weißt doch, wie es beim Winterwald lief. Plötzlich waren alle gegen dich. Wie, es waren gar nicht alle gegen mich, sie waren doch für... Warum heißt du Clapper Joe? Du fragst dauernd, habe ich euch jemals erzählt, warum ich Clapper Joe heiße? Und dann sagen wir, nein, erzähl's uns. Und dann erzählt das nichts, sondern lacht nur ein bisschen und geht weg. Ich hab's ja selber keine Ahnung. Ich weiß, so wie du Jalan fragst, wie er sein Auge verloren hat. Was, Jalan hat sein Auge verloren? Hatte. Ja, er hat ein neues, ein Dämonenauge. Das weißt du ja gar nicht, ja. Jalans Auge, Jalan war einäugig und irgendwann hatte er ein neues. Ja, und dann fragten die namenlos Geweihten, fragten dann mal, wie sieht das eigentlich aus mit diesem Auge? Wie sieht das eigentlich aus mit seiner schwarzen Hand? Fiese Zweifel gestreut. Ja, auch noch davor stand er irgendwie in Gareth beim Turnier und nahm sich seine Augenklappe ab, um besser schießen zu können. Und dieser Rund fragt, hatte der schon immer ein Auge darunter? Da war doch deine peinliche Befragung im Praios-Tempel, also von uns.
Nein, das war später. Das war viel später. Tatsächlich hat keiner von uns eine Ahnung, warum er eine Augenklappe getragen hat. Doch, er hat uns doch erzählt, dass sein Auge nachgewachsen ist. Mhm, Alter. Später dann. Das wissen wir alle. Weil wir ihn im Preishebel befragt haben. Da von denen, die wussten, dass er halt ein Auge verloren hat. Keras. Ich hab dich auch mit Augenklappe kennengelernt. Ich dachte, weil du ein Kapitän auf dem Schiff bist, hast du eine Augenklappe. Ach richtig, Keras war der, der dachte, das wäre nur ein Fashion Statement. Ja, ja, wieso man trägt eine Augenklappe, wenn man da weggeht? Oh Mann. Ja, auf dem Schiff macht das tatsächlich sogar viel Sinn. Okay, weil du dann hochklappen kannst, wenn du unter Deck gehst, damit du Licht hast. Ja, okay. Mhm. Wenn du dann so einen Typen hast, der mal ein Pirat war, ja natürlich, der mal da oben klappen. Aber ist Teatralo nicht eigentlich wirklich ein Magier? Teatralo, es gibt so viele Teatralos. Okay, der nennt sich also nur so, das ist nicht es der Teatralo. Es sind irgendwelche Dullis, Mann, das sind Schauspieler. Ich dachte, das wäre mir das Kollege aus der Landfahrt. Teatralo ist eine Gruppierung und alle heißen Teatralo. Da gibt's Magier, da gibt's Schauspieler, da gibt's großartige Theatrale. Da gibt's Scharlatane, da gibt's so viele Scharlatane. Aber ja. Scharlatane sind cool. Die Scharlatane sind echt cool. Ich will auch schon einen Scharlatan einbauen. Ich glaube ich nicht mal einen NSD-Scharlatan gesehen, zumindest nicht bewusst. Weil die Scharlatan auch noch scheiße. Der voll auf Xelidon abfährt. Ich wollte mir auch irgendwann so einen Quacksalber bauen. Das wäre lustig. Mein nächster Charakter wird Goblin DGB Basaltfaust. So wie meiner gerade. Genau. Dann kam Frosty an mit seinem Goblin und sagt, er hat 15 km/h. Nee, 13. Aus wie ein rasierter Schimpanse. Am besten war ja noch mein Unsteht, dass ich die ganze Zeit getanzt bin. Mit den Armen hoch. Das ist ja viel besser. Tisch und wedelt mit den Armen. Ich wollte gerade sagen, weil wir alle am Tisch saßen. Ne? Das ist halt total lustig, wenn du dann die Arme hochreißt und so in der Luft rumwinkst und jubelst so. Und, ich tanze. Ein Ork mit einem Bauchschlag im Auge. Ich weiß schon, warum ich beim DSA-Leiten trinke. Ich brauch das.